Wollen wir hier spielen, die Klippe? Bitte? Wollt ihr da oben landen? Bei blauer Marker die Klippe spielen? Können wir ja gucken, wo wir lang rufen dann. Also das Problem riecht es nicht so gut, ne? Auf so einer Klippe. Ja, hier oben wird vielleicht aber schon was sein, bei 55 Leuten. Wir können es ja mal versuchen. Also auf blau. Oben blau. Bergblau oder was? Oder gelb? Könnt doch auf gelb oder auf blau, entscheidet euch. Ah, das ist ein Berg. Nee, dann kommt, dann gehen wir auf den Berg. Okay, das funktioniert bestimmt. Gelb oder blau? Gelber Marker, gelb, Berg. Er schießt aber gerade irgendwo, ne? Blau. Oh, scheiße. Du gehst auf orange. Hä? Nein, ich bin auf blau. Nee, auf gelb, sorry. Och, Mann. Ja, ich komm auch. Dennis, wir müssen weiter, wir müssen hier runter. Kevin. Ja. Hä, warum ist denn jetzt blau markiert? Ich dachte, wir gehen auf blau. Ja, ich hab die ganze Zeit gefragt, ob wir auf blau oder auf gelb gehen, aber dann ist es bergblau und dann war's doch. Okay, wir kommen, wir laufen. Ja, ich versuche ja da erstmal runterzukommen, ohne zu sterben, was nicht so. Du kannst komplett runterspringen und F drücken, dann machst du automatisch einen Fallschirm auf. Ja, ich lande jedes Mal auf diesen komischen Vorsätzen da. Okay, jetzt. Da ist eine Crate. Gegner auf dem Weg zur Crate. Ja, missachtet ihr einfach mal. Kommt sonst in die Nähe. Hier unten müssen Leute sein. Da sind zwei Autos. Ah, hier. Oh, der ist hier ganz offen. Ja. Oh Gott. Ja. Ich bestätige, da waren Leute. Wird das schon geholt? Ich weiß nicht, ich sehe es nicht leider. Ich glaube, ich habe einen laufenden. Okay. Ja, das smoked schon. Eine Frax. Eine geworfen. Die war nicht weit genug. Ja, die war nicht so verkehrt. Da unten stehen zwei Autos. Mit Skins. Ja, schon wieder rein. Oh mein Gott, wie viele Crates da liegen. Oh Scheiße. Einen habe ich geschnappt, zwei sind irgendwo vorne dran. Oh, jetzt mal eure Hilfe. Die laufen zu euch, mein Marker. Mein Marker. 4 Stück. Ja, wir können gerade nicht machen, sorry. Jetzt steps ab. Nice. Das Team ist dead. Full Ember. Scheiße. Warum hab ich denn so verkackt mit der Smoke? Achtung, wer die Fahrzeug vor dir? Ja, ich sehe sie auch schon. Wir sind gleich bei dir, keine Sorge. Mann, ey! Da ist doch noch jemand. Achtung auf, hier ist noch jemand.
Das Problem ist, ich werde halt mit Profis gematcht, wenn ich mit euch spiele. Ist ein Problem. Wir müssen ein bisschen weiter nach hinten laufen. Emma, auf meiner Leiche sind Gegner, ne? Okay. Ich liege nicht weit weg von euch. Okay. Holy moly. Macaroni. Macaroni. Der Maurice Macaroni. Du Musi Macaroni. So. Kevin könnte auch so ein Maurice sein. So ein Maurice oder was? Was für ein Maurice eigentlich? Museo. Oh man. Ich kann dir übrigens keine Einladung schicken. Da steht irgendwie doesn't permit invitations, deine Einstellung, Amber. Ja, wenn ich dein Team joinen will, dann kriege ich eine Meldung, dass ja, du unjoinable bist, sozusagen. Das habe ich ausgemacht. Das ist nämlich furchtbar. Ich will nicht, dass man mir direkt joint. Geht's noch? Abgehoben. Das ist ja ekelhaft. Was soll ich mit diesen fremden Menschen? Ja, okay. Ernst, get. Ja, okay. Oh Gott, mach ich noch eine. Ja, ich mach auch nur noch eine. Ich muss halt früh ins Bett. Ist es, sagt ihr das, wenn es eine gute wird oder generell nur eine? Also wenn wir jetzt gleich sofort am Anfang sterben, dann zählt es? Ja, wenn es so eine super schnelle ist, dann kann man noch mein Auge zudrücken. Okay. Ich weiß gar nicht. Gestern hatten wir, glaube ich, 5 super schnelle, oder? Wie war das? Schon, ne? Okay, wenigstens mal eine gescheite Map jetzt. Und warum spielt ihr keine Third Person? Weil es ist um die Ecke schauen nervt. Was für Loser. Ja, nee, das stimmt. Also ich finde es auch ultra nervig, wenn dann die Leute die ganze Zeit vor der Wand stehen und du weißt, die gucken gerade um die Ecke. Das ist einfach so, oh Gott. Ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, wann die Leute dich sehen. Bin da zu blöd für. Ja, also generell, also genau, sie sehen, also was halt fatal ist zum Beispiel, wenn du auf ein Haus zuläufst und du siehst keinen drin, dann heißt es nicht, dass nicht einer hinter einer Wand steht und dir dabei zuguckt, wie du das Haus pusht, ja. Für mich macht es halt überhaupt keinen Sinn, weil ich will ja ein reales Erlebnis sozusagen und ich kann ja auch nicht in der realen Welt um die Ecke gucken. Ja, das ist richtig. Ja, deswegen gibt es, glaube ich, bei Arcade zum Glück auch kein Third Person, weil. Aber es gibt Games, da ist es immer so, oder? Wie ist denn das? Bei Fortnite schaust du doch immer über die Schulter, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich glaube schon. Das ist ja auch fatal, oder? Also Fortnite spielst du auch noch Third Person. Ja. Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Und ihr habt mit PUBG angefangen, als es rauskam, oder wie? Erster Tag, ja. Krass. Und 5 Jahre treu geblieben, das ist ja schon hart, ey. Ich glaube 6 sind es mittlerweile, oder? Holy Moly. Ja, und ja, passt. Kommt das jetzt irgendwann Unreal Engine 5 Update? Glaubt ihr da dran oder ist es Fake News? Du darfst eins nicht vergessen, PUBG ist eigentlich immer noch in der Beta. Eigentlich schon, ne? Ab und zu bringen sie mal ein Update raus, damit sie Geld machen können mit Skins. Ab und zu, da sind sie fleißig dran. Das ist eigentlich, also diese komischen Barrel, wie war das? Progressive Skins waren ja, also das war ja ultra, ultra teuer auch, Alter. Ich kenne einen, der hat da über 30.000 reingeballert. 30.000 Euro? Oder Lira. Dollar waren's.
Holy, nee, um Gottes Willen, nee, das ist krass. Ich kann die Leute auch nicht verstehen, die ihre Kohle in Skins reinbuttern. Ich meine, ich verstehe schon, wenn du das Game ständig spielst, dass du irgendwie mal einen Euro ausgibst für einen Skin, der dir gefällt, aber wenn du 30.000 Euro dafür ausgibst, nicht? Absolut nicht. Okay. Das kommt gerade von mir. Ja, ich muss jetzt eher mal... Also das Scheißdreck. Machst du ja, hab ich doch gerade gesagt, Alter. Machst du? Ja, aber sowas von... Oh, oh. Nein. Oh. Ja, klar. Oh. Überleg mal, hier? Zu meinen Glanzzeiten in Counter-Strike, was mein Inventarwert ist. Ja, bei PUBG doch nicht. PUBG genauso. Kann, ja, aber du kannst es nicht verhökern, oder? Bei Counter-Strike? Wer bist du? Aber wie ist es bei Counter-Strike kannst du es verkaufen, oder? Wie ist es? Und bei PUBG nicht? Nein. Ja, doch, kannst du auch, aber... Kriegst du halt die Scheißsachen. Weil da gibt's ja diese Stories im Internet, dass Leute irgendwie Millionen verdient haben mit irgendwelchen Counter-Strike-Messerskins oder sowas. Ja, ja. Kenn ich auch. Wo man sich dann denkt so, okay. Ich habe Gloves in Counter-Strike, die sind über 1000 Euro wert. Oh mein Gott! Okay. Und ich habe mir mal bei Counter-Strike, total spaßig, Alter, traue ich gar nicht zu erzählen. Ja, mal richtig geiles Butterfly gekauft für 800 Euro. Oh mein Gott. Nur, dass du es virtuell hast, du kannst es ja noch nicht mal in der Hand nehmen oder so. Oh mein Gott. Ja, wenn jetzt Counter-Strike 2 kommt, dann ist das ganze Zeug alles wertlos? Ich bin schon längst draußen. Ah, okay, shit. Ich bin nicht up to date offensichtlich. In der Counter-Strike-Welt. Welt lebe ich hier? Ja, wenn es geht, wird's gemacht. Ist ja ganz einfach. Ehrlich einmal, was kostet die Welt? 16 Euro. Sag mal, sind wir echt allein hier in der Stadt? Sieht so aus, ne? Denke nicht. Sag das nicht, da raste Kevin wieder auf. Dann krieg ich gleich Angst. Und rennt zu Amber. Brauch eine M4. Da ist eine. Oh, okay. Oha, Kevin, das musst du aber noch lernen. Was denn? Die erste M4 gehört immer mir. Du musst die... Okay. Ey, ich glaube, in dem Haus waren ein paar gelegen, um ehrlich zu sein. Lass mich mal nochmal runtergehen. Nein. Loote für dich. Alles gut. Wenn nicht, warte ich, bis du fertig gelootet hast und kill dich. Ja. Ach, da kommen die Teamkills von Amber her. Die waren nämlich auch relativ hoch. Da habe ich mir gedacht, was ist das? Das waren bestimmt wieder da, so, gib mir die Pfanne. Nein! Glaube ich nicht. Was hast du jetzt ausgedacht? Ich poste den Link zu Ambers Stats in die Videobeschreibung. Ja. Ich bin eine richtig gute Teammatin. Naja, gut, also ich meine, mit 3 Millionen. Ich hab gegendert. Das ist egal. Und dann habt ihr in den 5 Jahren aber exklusiv dann PUBG gezockt, oder? Oder zockt ihr auch anderes Zeug? Ja, überwiegend vielleicht, aber nicht nur. Also bei mir ist es immer so, ich finde immer selten Spiel gut und wenn ich es gut finde, dann spiele ich, bis es tot ist. Bis es gut ist? Bis es tot ist. Tot ist. Ich habe auch verstanden, wenn ich ein Spiel gut finde, dann spiele ich, bis es gut ist. Wenn es gut ist, dann höre ich auf damit. Aber wie ist es? PUBG ist nicht tot, also es ist irgendwie so nicht tot zu kriegen eigentlich, ne? PUBG ist tot. Absolut tot. Also weiß ich nicht, aber überleg mal, wie viele Jahre wir alleine da schon suchten. Ja, aber wir sind halt auch mittlerweile alt. Die halt alt sind, die sind halt nicht wegzukriegen, aber... Na gut, also das Ding ist halt, dass...
sagen wir, es ist halt nicht mehr so wie früher. Das hat nicht mehr so, ja, so ein Spielstil von früher. Die ganzen Leute sind nicht mehr da, die so dir richtig einen auf den Deckel gehauen haben. Du hast Skill-Based Matchmaking, was unter anderem so nervig ist. Ja, das kann ich bestätigen. Scheiße. Bots sind scheiße. Seit FPP, seit Ranked und normale Spiels gibt, sind die Spieler voll aufgeteilt. Das sind alles so Sachen, die hätte man vermeiden können. Die Rondo-Map, die sie jetzt komplett verkackt haben. Ja, Rondo. Die Map an sich ist nicht schlecht, aber diese neuen Features sind halt voll für den Arsch. Ja, die gucken halt echt immer, was macht Fortnite? Und dann wird halt schon echt viel kopiert, also muss man sagen. Warzone und Apex. Da ist übrigens ein Extended, falls einer noch eins braucht für die AR. Ja, würde ich nehmen, ja. Ich brauche auch eine SKL-Runde. Gott. Ja. Und irgendwie dreht sich, also du merkst ja auch so, dass die Spiel an die Chinesen gekauft worden ist. Das Spiel immer mehr so ein PUBG Mobile Style annimmt. Und PUBG Mobile ist schon ziemlich abgespaced. Okay, habe ich noch nie probiert. Ja, brauchst du auch nicht, wenn du einen funktionierenden PC hast. Das habe ich auch noch gespielt, als ich meine Meniskus-OP hatte. Mein PUBG Mobile machen die ganz schön viel, oder nicht? Ja, super cool. Er war ultra. Ja, ich war auf der Gamescom und da war so ein komplettes Saal voll Leute, die haben halt einem dabei zugeguckt, wie er so ein Handyspiel gespielt hat. Da habe ich mir gesagt, so, okay. Ich bin alt, es ist offiziell. Darf ich fragen, wie alt du bist? Oder? Ja, ich bin 39. Okay. Oh. Immer noch der Älteste. Billy. Bitte? Immer noch der Älteste. Meine Reihe, oder? Ja. Alles Gute zum 44. Geburtstag, Billy. Das ist gemein, so. Das ist gemein. Na, warte, dann ist er ja nett, ne? Ist da noch einer übrig von den? Mal Billy 54. Das ist. Da gibt es ja, übrigens. Okay. Gegner am Haus bei meinem Marker. Mein Marker ist der Grüne. Ja, ich weiß, wo ich meine. Ich hätte es noch gegessen. Ich glaube, ich hasse mich so. So, Frage beantwortet, ob die noch Gegner sind? Ja, er ist hier rübergelaufen gerade. Oder anderes hier am Haus. Ich habe gerade eine Nade geworfen. Dann ist die Nade abgeprallt. Dann habe ich eine Molly hinterher geworfen. Dann hat mir die Molly Schaden gemacht. Die Nade. Die Nade ist dann so explodiert, dass die Molly auch noch kaputt gegangen ist. Dann hätte ich mich fast noch selbst angegriffen. Komm mal hoch zu dir. Nein. Okay, dann bleib ich hier im Treppenhaus und guck nur. Du bist dir halt nicht sehr sicher. Du hast recht, ich gehe ins Treppenhaus. Der Hausmeister. Ey, was ist denn das? Ich kann nichts mitnehmen. Ist doch ein Witz. Nein, ich hab nicht. Nice. Ich hol Dennis. Ne, bei mir ist schon jemand. Ach, du bist schon auf der Seite. Mann, Dennis, ey, was ist denn los? Seit bist du schon unterwegs. Geben wir keine Calls mehr?
Was denn da los denn ist? Was hast du denn dabei gedacht? Keine Ahnung. Da ist einer reingeweide. Ich hab mehr Angst von den da drüben. Das ist aber, achso. Und er holt wahrscheinlich den Chip von seinem Teamkollegen und haut dann wieder ab. Dann würde ich ihn sehen, wenn er läuft. Lass ihn da jetzt nicht weg. Okay, mach Krach. Ist okay. Ich sehe da niemanden. Die laufen ganz oben schon am Himmel. Die sind ganz da oben schon. Hä? Am roten Marker, oder? Ja. Das Hexenhaus hat auch noch geschossen. Ach Gott, keine Ahnung, ich sehe da auch echt niemanden. Dennis, wo bist du gestorben? Treppenhaus, EG, direkt hier. Dein Chip ist noch drinnen. Hier unten. Jetzt bekommt, der muss sich healen. Ich lauf los. Ich darf auch hoch. Smoke. Nice. Oh, sorry. Der war instant, ne? Okay, ich hol Dennis. Dennis, dann gehst du deine Leiche looten, ja? Jupp, danke schön. Mann! Was treffen wird. Das gibt's nicht! Sorry. Shit, jetzt kommen sie von unten. Oh, fuck. Ja, auf meinem Marker auf Blau ist auch noch was. Bei Billy sind welche. Ja, bei uns auch. Hier unten an dem grünen Marker, ich glaube, das ist hocken welche. Kevin, seh. Kannst du irgendwie ein bisschen in meine Nähe kommen? Ja. Nein! Oh Gott! Emma, ich beschütze dich. Geh kurz in die Smoke rein. Anstrengend. Du hast noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Ja, ja. Das weiß ich nicht. Meine Zeit läuft erst ab, wenn die Rauchgranate aufhört.
an dem Baum, Benni. Ganz schlechte Idee. Oben am Stein, Ember. Von hinten kommt, glaube ich, was. Ja. Oh, scheiße, Kevin ist out dead. Ja, aber am grünen Marker ist einer hochgekommen, hochgepusht. Über mir. Hier, da liegt er. Der liegt. Kannst du hier hinterkommen? Ja. Keine Weste, kein Helm, ne? Was sind die genau? Danke. Über euch? Alle hier oben, ja. Ich hab nur noch Verbänder. Kommt hier rechts oben. Ich glaube, ich habe eine Granate fallen lassen. Ich bin mir nicht sicher. Ember? Nee. Okay. Warte mal, wo ist denn dein... wo ist Kevin? Kevin, wo bist du? Mag deine Leiche? Ein bisschen weiter unter dem Hügel, glaube ich, irgendwo. Ja. Komm, wir versuchen Dennis auch noch zu holen. Dennis, okay. Ach scheiße, Kevin. Wir sind, Kevin. Wir sind gar nicht in der Zone. Fuck. Don't worry. Keine Sorge, ich guck... Ey, ich hab auch kein Heal-Star. Ist zu stressig, ich will gar nicht mehr mitspielen. Ich krieg sonst einen Herzinfarkt. Bin nicht mehr so jung. Dennis Compi? Ja, kannst du mitnehmen. Ah, ja. Wenn ich scheiß drauf, in die Zone Phase 4 gleich. Alles gut. Phase 5 meine ich so auch. Achso, Phase 5 schon, oh Gott. Ja. Was ist passiert? Gildi, hast du noch irgendwas an Heal? 11 Verbände, 9 Booster. Ich hab auch jetzt noch dabei, hab 5 Stück. Schon mies knallen, ey. Ja, ich muss jetzt eine nehmen. Ja. Das Sidekit. Scheiße. Darf ich nicht. Schaffe ich im Leben nicht. Komm schon, Booster noch. Scheiße. Nein! Ach man, Dennis, lauf zurück, hol Ember. Nee, alles gut. Die sehen dich da noch nicht. Du musst den hier fallen lassen. Ja, das ist Haus quasi im Weg. Sorry, Ambi. Alles gut. Eigentlich hätte Ember überleben müssen, statt ich. Die hat gerade die Runde so geklatscht. Ich habe noch 3 First Aid Kits, aber scheiße hier zu nehmen. Ich muss es riskieren. Hm. Ah. Ganz schnell. Hallo. Oh mein Gott, hier ist noch Wasser. Das ist ein, ja. Wisst ihr, wie ich auf PUBG gekommen bin? Du musst jetzt eigentlich. Gleich warte. Nee, du kommst da drüben nicht hoch. Du musst ja erst heilen.
gar nicht heraus. Probier's. Ich glaube, das wird nix. Vielleicht ein bisschen weiter links, wo die Kuhle ist. Weiter rechts wäre ich gegangen, weil da die Zone langsamer ist. Aber da geht's nicht hoch. Holy moly. Vielleicht jetzt hier, aber das glaube ich auch. Ja doch, hier könnte es klappen. Ja, was? Außer der Brust, der braucht noch einmal. Ja, mach mal. Krass. Jetzt ganz weit rechts. Ja, das ist ganz weit, aber. Ich hole euch nach dem Sieg. Mach mal. Ich nehme dich beim Wort. Wenn nicht, 150 Subs. Submarathon. Also ich bin auf das Spiel gekommen, ich habe einfach nach hardest FPP Game ever gegoogelt und habe das, und PUBG war das erste. Da oben ist noch ein First Aid Kit. Hinter dir. Und eine neue Weste. Warte. Nimm die neue Weste mit. Pass bloß auf mit deinen, mit den Halle vor dir. Ich würd die machen lassen. Lass die arbeiten. Ja. Hast du eine Granate? Nee. Sonne kommt. Ich würde hinten rumlaufen. Krass. Bleib da stehen. Die sind links von dir, glaube ich. Dennis, ich würde gar nichts machen. Lass sie erstmal dich bekämpfen. Wie viel Boost hast du? Booster dich voll und lass die erstmal machen. Es sind 8 Leute. Hinter dir kommt jetzt. Hinter dir. Links. Gelbe Container. Da war mindestens ein Headshot dabei. Okay, ich habe einen angeblich nicht. Ember, sehr geile Runde von dir auf jeden Fall. Das war richtig anstrengend. Das hat beim Zuschauen schon anstrengend ausgesehen. Um Gottes Willen. Also ich muss auch sagen, ich hätte mehr als mit 4 gerechnet.